sich einzuwerfen und sich zu beteiligen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben einen großen Erfolg errungen letzte Woche. Es ist tatsächlich gelungen, 120 Menschen in Unterkünften gemeinsam mit dem Senat unterzubringen. Wir haben viele Wochen dafür gearbeitet und ich möchte mich bei allen bedanken, die im Umfeld uns mit unterstützt haben. Wir sprechen in der Regel von Flüchtlingen beim Oranienplatz, die über Lampedusa gekommen sind. Und dann guckt man schnell nach Europa. Das ist auch richtig. Aber ich möchte den Blick in die Bundesrepublik zurückführen. Viele Menschen, die hier sind und die sogenannte Residenzpflicht verletzen, kommen aus Bayern, Baden-Württemberg, neuen Bundesländern und anderen Bundesländern. Und sie kommen, um deutlich zu machen, dass die Unterkünfte, in denen sie untergebracht sind, nicht menschenwürdig sind. Und das ist etwas, da muss ich nicht bis nach Europa gucken. Wie die Unterkünfte gestaltet sind, welche Qualität dort herrscht, das ist Aufgabe der Bundesrepublik. Und von daher sollten wir uns weiterhin sehr stark dafür machen, dass die Unterkünfte einen Qualitätsstandard deutschlandweit bekommen, dass dieses erarbeitet wird und vor allen Dingen auch, dass es kontrolliert wird. Weil dann müssen die Menschen auch nicht mehr nach Berlin kommen, um hier zu protestieren, dass sie in Baden-Württemberg, Bayern und neuen Bundesländern wie Menschen auch behandelt werden. Das ist wichtig. Die Koalition hat im Koalitionsvertrag die Residenzpflicht ein wenig verändert. Unsere Forderung aber ist, und das muss sie auch bleiben, dass die Residenzpflicht aufgehoben wird. Dieses Land muss verstehen, dass es ein Land ist, wo immer mehr Flüchtlinge auch versuchen herzukommen. Weil die Umstände, in denen die Menschen leben, und keiner geht wirklich freiwillig aus seinem Heimatland raus. Die Umstände, in denen die Menschen leben, sind menschenunwürdig. Und wir müssen zumindest dafür sorgen, wenn sie hier sind, dass sie menschenwürdig auch aufgenommen werden. Und da muss ich nicht weit gucken. Und ich sage nochmal, das ist wichtig, dass wir hier auch die Bundesrepublik und die eventuelle Große Koalition sehr deutlich in die Pflicht nehmen. Nur ich will zur aktuellen Situation wenig sagen. Das könnt ihr jeden Tag in der Zeitung lesen, wie man es bewertet. Bitte langsam zum Ende. Und ich danke euch für eure Solidarität. Aber ich möchte auch noch mal meinen Landesverband bitten, sehr stark deutlich zu machen, dass wir den runden Tisch der Kirchen begrüßen. Dass wir ihn brauchen, weil wir brauchen in der Flüchtlingspolitik starke Partner. Und da ist weniger der Senat ein starker Partner, aber die Kirchen, sowohl die katholische wie auch die evangelische, stehen an unserer Seite. Das haben Sie mir gestern auf einer Veranstaltung mehrfach noch mal bestätigt. Wir sind nicht alleine. Sie kämpfen mit uns. Und von daher wollen wir diesen runden Tisch. Er ist bitter, bitter nötig, damit sich etwas verändert. Dankeschön. Dankeschön, Monika.